Da auch nicht. Können wir den Vogel abschießen? Nein, können wir da jetzt? Was? Ne, können nur das... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Alles klar. Man muss nur Geduld haben. Alles klar, Leute. Ich habe verstanden. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel und das, wo der Schlüssel für da ist. Bitte was? Leute, ich wollte eigentlich gerade eine Aufnahmepause machen. Moment, wir müssen gerade mal hier noch ein bisschen aufräumen. Scheiße. Sollte den eigentlich zurückwerfen. Ist da noch einer? Ah, ist nur so einer. Wow! Komm, komm, schieß doch! Ah, was? Ach du Scheiße. Okay, das machen wir noch. Das machen wir gerade noch. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, Leute. So. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Okay, pass auf. Von hier kommt jetzt erstmal der Große. Was für eine Flasche habe ich denn? Explosivflasche, okay. Wieso haut der denn direkt drauf? So. Scheiße. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt stirb doch mal. Wieso stirbt der nicht? Herrgott nochmal. So. Jetzt scheißegal. Ich mal gerade ein Kraut nehmen. Ei. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, die stehen alle nochmal auf jetzt, oder? Stehen die jetzt alle nochmal auf? Bitte nicht. Musik ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, die stehen nicht mehr auf. So, das habe ich natürlich den Save Point. Ja, kann durchaus sein, dass ich das in der nächsten Folge dann gerade nochmal mache. Dann fangen wir hier einfach wieder an. Ich mache jetzt nochmal eine kleine Aufnahmepause. Und den Verarbeitungsschlüssel nehmen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Willkommen zurück hier zu Resident Evil Revelations 2. So, ich musste jetzt nochmal die Gegner hier erledigen. Das habe ich aber jetzt rausgeschnitten. Ungefähr genauso viel verbraucht. Ich habe eine Explosionsflasche verbraucht. Und ja, wollte ich jetzt nicht nochmal zeigen, weil das kennen wir ja schon. So, Maschinenpistolen-Muni, die nehme ich auf jeden Fall mit. Hier waren nämlich die Typen drin. Bin ich jetzt auch noch nicht reingegangen. Machen wir erst jetzt. Oh, guck mal, hier ist ja Weihnachten. Schön, gefällt mir. Hier kann man eine Kiste öffnen, aber ich habe hier noch mehr gesehen. Alter, hier ist ja jede Menge Zeug. Warte mal, hier war noch was zu lesen, ne? Tagebuch des Fabrikleiters 1. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber ich werde wohl meine Eltern dennoch enttäuschen. Ich kann den Familienbetrieb nicht mehr retten. Es kommen keine Aufträge mehr herein und ich kann nichts dagegen tun. Das muss alles ihre Schuld sein, daran besteht kein Zweifel. Sie arbeitet hartnäckig daran, uns zu vertreiben und sie wird sich wohl durchsetzen. Sie weiß, dass uns die Möglichkeiten fehlen, sie zu bekämpfen. Für wen hält sie sich denn? Führt sich auf wie ein allmächtiger Diktator. Aber wie die Dinge jetzt stehen, wäre es unmöglich, ihr Paroli zu bieten, während man hier auf der Insel lebt. Ich habe wirklich keine Wahl. Ich muss tun, was sie verlangt. Zumindest hat sie versprochen, dass ich meinen Platz als Leiter behalten darf. So, so langsam wendet sich dann hier also doch alles zum Schlechten. War ja nicht anders zu erwarten. So, ich muss mal gerade... Wir haben... Ach ja, den Schlüssel haben wir auch noch. Der nimmt natürlich Platz weg. So, da ich eine Explosionsflasche verbraucht habe, würde ich sagen, kombinieren wir die mal mit der leeren Flasche, die Moira dabei hat. Hier diese Köderflasche. Ich weiß nicht, soll ich die mal... Wohl, den Platz kriegen wir ja gleich wieder. Den kriegen wir ja gleich wieder. Ich nehme jetzt hier mal noch eine leere Flasche mit. Die öffnen wir mal gerade. Bestimmt auch noch was Tolles drin. Mensch, ich bin in letzter Zeit so gut hier mit diesem Rätsel. Jawohl, geschafft. Dafür, dass ich am Anfang überhaupt nicht wusste, wie es geht.
Ja, es ist manchmal, also man muss am Anfang wirklich ein bisschen gucken. Das ist nicht so ganz so leicht. What the fuck? Lebt hier etwa noch einer? Ich will es nicht hoffen. Ich habe auch gerade nicht mehr so viel Muni. Hierfür habe ich noch ein bisschen. Die könnte ich auch mal nachladen, genau. Ja, das, ach, so einer. Okay. Da ist doch noch einer aufgestanden. Der steht jetzt aber bitte... Nein! Ist noch einer. Scheiße, ich wusste es genau. Ich wusste es genau. Okay, Desinfektionsmittel gerade mal benutzen. Toll, der hat uns jetzt richtig in den Arsch geblasen. Tolle Wurst. Super, ich freue mich. Warte mal, dann... ja, nützt nichts. Ich kann jetzt nicht schon wieder die ganze Zeit so rumrennen. Ich benutze jetzt mal Verbandmittel. Das heilt zwar nur ein bisschen. Es waren doch zwei, ne? Wo ist denn der andere jetzt? Wo ist denn der, der hier vorbeigelaufen ist? Oh nö, der ist jetzt nicht... Das waren... Waren das nicht zwei? Warum sind die Scheiben hier kaputt? Keine Ahnung. Kann man jetzt hier rüberspringen? Wir können einfach hier rüber, okay. Ist natürlich auch recht. Das ist natürlich auch recht. Jetzt gucke ich gerade nochmal hier. Pistolenmuni, vielleicht können wir hier noch ein Kraut. Ach ja. Das wäre auch zu schön. Was ist das? Oh, Schießpulver. Gut, dass wir hier jeden Schrank öffnen können. Das finde ich irgendwie geil. Okay, für das Schießpulver muss ich gerade mal ein bisschen Platz machen. Ich gucke aber gerade nochmal hier bei den Schreibtischen. Ist auch noch was. Die Schreibtische können wir auch noch öffnen. Meine Güte. Schienenpistolen, Munition. Dann kann man den auch aufmachen, oder? Da ist leider nichts. Mensch, hier ist ja richtig gut hier der Raum. So, mal schauen. Ich habe eine leere Flasche mit Moria vorhin aufgesammelt, ne? Oder hier ist sie. So, die kombiniere ich mal damit. Oder warte. Habe ich noch Köderflaschen eigentlich? Ne, ich habe keine mehr, ne? Dann könnte ich mal eine machen. Oder? Ne, doch, zwei habe ich. Stimmt. Okay, macht nichts. Dann nehmen wir uns das Schießpulver trotzdem mit. So, pass mal auf. Ich gebe jetzt mal die Sachen, die ich gerade nicht kombinieren kann, mal an Moira. Hier das Schießpulver zum Beispiel. Das war es eigentlich auch schon. Desinfektionsmittel. Schienenpistolen, Munition. Ich habe zu wenig Platz im Inventar. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was bekommen. Oder ich gebe die Köderflaschen mal an Moira. Brauche ich ja gerade nicht so oft. Okay, so. Ich hoffe, dass Mr. Dicky hier nicht noch irgendwo rumrennt. Das war das derselbe? Das kann doch gar nicht sein. Der ist doch in die andere Richtung gelaufen. Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Aber das bin ich ja des Öfteren. So, da unten können wir aufschließen. Alles klar. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht erstmal unten in die Haupthalle gehen soll. Weil die können wir ja jetzt auch aufmachen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, klar, da könnte natürlich jetzt auch ein mega Gegner drin lauern, aber... Ich will erstmal... Ach, guck an. Normalerweise zwei Kopftreffer, aber der hält mehr aus. Und ich habe so die Vermutung, dass der auch nochmal aufsteht. Ich warte jetzt gerade mal hier oben. Dass der sich gleich nochmal aufbläst. Ich bin mir unsicher. Oder der wartet jetzt schön, bis wir hier unten hinkommen. Ich höre hier noch welche. Ach da. So, sie leuchtet. Dann kann ich ja jetzt zuschlagen. Kabums. So. So, der bläht sich aber jetzt auf, oder? Mit Sicherheit. Irgendeiner bläht sich gleich nochmal auf. Ich weiß es doch genau. So, können wir hier eigentlich auch jetzt rein? Können wir auch rein. Okay. Die war schon offen. Da war das Kühlhaus. Ich frage mich jetzt gerade... Okay,
Okay, der Raum führt nicht dahin. Was ist da? Ich muss da jetzt hin. Ich muss jetzt gucken, was da ist. Ich will wissen, was ist mit dieser... Weil das sieht so nach Arena-Kampf hier aus, aber... Oh, Fußabdrücke. Da ist auf jeden Fall ein grünes Kraut, das möchte ich haben. Es wird gespeichert, das finde ich toll. Das finde ich ja richtig. Lost in the dark, shed some light on your situation. Ja, ja. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen, dass wir da Fußabdrücke haben. Oh shit. I really don't think we should go any further. Right. No sudden moves. Let's back up and think this through. Ich glaube, ich sollte einfach den Fußspuren folgen, oder? Warte mal. Wobei ich nicht so ganz verstehe. Wir rennen trotzdem durch die Strahlen. Wieso schießen die dann nicht auf uns? Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig gerade. Warum müssen wir den Fußabdrücken folgen? Also ich meine, es ist schön, dass wir den Fußabdrücken folgen können, aber die hören gerade auf. Toll. Da vorne geht's weiter. Das ist irgendwie merkwürdig. Wieso sehen uns die Laser hier an der Stelle nicht? Merkwürdig. Oh, oh. Okay, da hätte ich wohl nicht hingehen sollen. Hm. Ich sag ja, irgendwie komisch. Hm. Irgendwie komisch. Okay, ich probiere es nochmal. Vielleicht war das auch der falsche Weg. Vielleicht bin ich falsch abgebogen oder so. So, wir lassen Claire erstmal sich heilen. Okay, Moira, du bist die mit der Taschenlampe. Oh shit. I really don't think we should go any further. Right. No sudden moves. Let's back up and think this through. So, wichtig, dass wir gleich richtig abbiegen. Hier bin ich nämlich schon wieder falsch abgebogen. Okay. Es kann aber auch sein, dass die erst auf uns zielen, wenn wir diesem Ding da zu nahe kommen. Ich muss jetzt mal was ausprobieren. Okay. Alles klar, wir dürfen den Pfad nicht verlassen. Alles klar. Alles klar. Das hatte mich jetzt gerade mal interessiert, ob man wirklich den Fußspuren folgen muss. Alles klar. Dann verstehe ich nicht, warum die uns eben da abgeschossen hat. Die Schießanlage. Das verstehe ich dann wirklich nicht. Warum hat die uns da abgeschossen? Weil ich stand ja noch auf den Fußspuren drauf. Das hat mich jetzt so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Oh shit. Okay, wir dürfen den Pfad nicht verlassen. So, da ist die Abzweigung. Da gehe ich jetzt mal direkt richtig. So, immer schön den Fußspürchen folgen. Wobei ich mich auch frage, wem die gehören. Sind das Natalias Fußspuren? So, die hören ja gleich auf, ne? Da vorne. So, kann ich jetzt gefahrlos hier drauf, oder? Scheinbar schon. Okay, eben bin ich anscheinend irgendwie falsch gelaufen. Ein Glasauge. Okay, die... Ein Glasauge. Kann ich jetzt... Okay, ich kann jetzt rumrennen. Warte mal, ein Glasauge. Können wir das jetzt beim Adler einsetzen? Ich wüsste jetzt aber nicht wofür, weil wir haben ja eigentlich alles bekommen, was wir wollten. Vielleicht brauchen wir aber auch noch ein zweites Auge. Das kann natürlich auch sein. Ach, ich finde das geil, dass die diese Rätsel wieder eingebaut haben. Das hatten wir... Entschuldigung. Bei Revelations hat mir das ein bisschen gefehlt. Mit den Rätseln. Da waren zwar auch ein... Ja, eigentlich nicht... Also eigentlich waren da ja nur die Türen mit den verschiedenen Emblemen drauf. Die kennt man ja aus allen Resident Evil mit den... Ne, da ist das und das eingraviert. Da brauchen wir den und den Schlüssel. Das war ja noch da. Aber so richtige Rätsel... Ach, da ist der Kollege. Brauchst da gar nicht drüber zu klettern. Du hast da was am Bauch. Es tut mir leid, aber... Das sieht nicht gesund aus. So.
Oder können wir... Ah, verdammt. Warte. Ich brauche gerade ein bisschen... Ja, auch nicht schlecht. Geht auch. Ich hätte jetzt ein bisschen Abstand gesucht erstmal, aber... Auch nicht schlecht. So, hier konnten wir rein, ne? Genau, so. Ich habe immer noch ein bisschen wenig... Hier schmatzt. Sie hat gerade irgendwas geschmatzt. Sind die immer noch da? So, da könnten wir jetzt theoretisch rein. Kann ich mit dem Glasauge jetzt die Iris-Scanner bedienen? Ich muss das gerade mal ausprobieren. Retina-Scan. Warte mal, was steht denn bei dem Glasauge? Ein kleines, durchsichtiges. Warte mal, ich gehe mal, wo war das? Wo war der Raum? Hier oben, ne? Ich guck mal, ob ich das anstelle dem, was der Adler hat, einsetzen kann. Ob das funktioniert. Künstliches Auge. Glasauge einsetzen. Ha! Alles klar. This might work back at that retinal scanner. Ja, ich glaube es auch. Jetzt gehe ich nämlich erstmal hier vorne hin. Denn ich möchte natürlich die Waffe hier haben. So, der Kollege steht nicht wieder auf, hoffe ich. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Oh, hier ist auch die Karte, oder? Das sieht nur so aus, scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben hier die Karte. Moira, da ist was. Kannst du mal bitte leuchten? Sehr nice. Pistolenmuni. So, und hier. Model 329. Okay. Können wir die Vase kaputt machen? Oh, schön. So, überschüssige Waffen. Waffen, die sie nicht mehr mit sich tragen können, werden automatisch zur Werkbank gesandt. Okay. Das scheint... Ist das ein Revolver? Ich... Okay, die 9mm hat sie jetzt weg, ne? Das ist eine Magnum, glaube ich. Warte, dann muss ich zur Werk... Warte mal, was heißt da unten das? Moment. Kann ich da jetzt noch irgendwie switchen? Nee, kann ich nicht. Ich muss sie dann holen, glaube ich. Okay. So, ich will aber... Bevor ich weitergehe, noch schnell unten auf der Treppe gucken. Weil jetzt können wir ja draußen in der... Vor der Halle können wir jetzt auch eine Tür öffnen, aber ich will noch hier rein vorher. Gucken, was hier los ist. Ach so. Nee, das war nicht hier. Das war... Wo war denn das? Oder hatte ich die Tür schon geöffnet? Ach nee, die hatte ich ja schon aufgemacht, ne? Ja, okay, alles klar. Gut, eine Werkbank hatten wir aber auch. Wo war die noch? Die Werkbank war doch... Irgendwo war hier eine Werkbank, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo war doch hier... ein Werkbänkchen, glaube ich. Oder war die draußen? Bin mir jetzt gerade unsicher. Moment, ich gucke gerade nochmal. Kann mich auch irren gerade. Muss mal gerade schnell gucken gehen. Ich glaube, sonst hatte ich alle Türen, ne? Den Schlüssel brauchen wir dann sonst jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, die Tür hatten wir geöffnet. Nee, das war einfach... Ich dachte, da ging es noch irgendwo hin. Aber war nicht unten noch eine Tür? Hier war auch keine Werkbank. Wo war die denn? Oder ich verwechsel das gerade. Ich glaube, hier war tatsächlich keine. Die war, glaube ich, in dem anderen Raum. Aber unten war doch noch eine Tür. Warte mal. Die Tür neben der großen, hier links. Was denn damit? Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Oder war das... Ach nee, das ist die... Das ist die Tür. Okay, alles klar. Nee, dann müssen wir wieder raus. Nützt alles nichts. Nun gut, dann haben wir hier alles. Hier vorne war die Werkbank. Ich habe mich doch richtig erinnert. So, okay. Bündelung. Bündelung? Was ist denn Bündelung? So, ich hätte gern aber erstmal... Warte mal, ich lege mal die Schrotflinte weg, glaube ich. Die mache ich aber vorher mal... Schnellladen und Feuerrate mache ich, glaube ich, mal weg. So, weil die möchte ich jetzt eigentlich gerade mal nicht mitnehmen. So, dann machen wir wechseln. Jawohl, gut. Und die möchte ich aber dann mit auf der 1 haben. So. Auf der 2 die Magnum.
3D und auf der 4D. Warte mal, die lege ich mal auf die 4. Dann haben wir die 2, die Schrotflinte und die 3. Ja, ich glaube, so lassen wir das. Bündelung. Was ist denn Bündelung? Ich muss mal gerade gucken. Was heißt das denn? Warte mal, hier gehen wir mal hin. Hier können wir noch rüsten. So. Bündelt den Schuss von Schrotflinten, sodass der Schaden auf einen engeren Bereich konzentriert wird. Ach so. Okay, dann müssen wir das bei der Schrotflinte anwenden. Schaden und Schnellladen. So kann ich hier nur 2. Das ist natürlich blöd, ne? Ich möchte eigentlich den... Für die Nachladegeschwindigkeit... Bündelung ist eigentlich... Bündelung ist eigentlich nicht schlecht. Gut, dann Schnellladen vielleicht hier. Ich glaube, hier macht Schnellladen mehr Sinn. Weil bei Revolvern dauert es ja immer sehr lange. Feuerrate, Schnellladen. Nee, das lasse ich. Habe ich hier eigentlich schon irgendwas? Nee, bei der habe ich noch gar nichts drin irgendwie. Ich habe auch noch nicht wirklich viel gefunden, muss ich ehrlich sagen. Es ist noch ein bisschen schade.